So, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Kindervorlesung bei der Science City an der ETH zum Thema Geld. Ich bin Anne, ich bin Forscherin an der ETH und ich darf mich tatsächlich jeden Tag mit Geld beschäftigen. Und als ich so klein war wie ihr, habe ich so gern Monopoly gespielt. Ich habe davon gar nicht genug kriegen können. Erzählt mir mal, wer von euch hat schon mal Monopoly gespielt? Super. Habt ihr das, macht ihr das auch gern? Ja. Ich habe das so gerne gespielt, dass meine ganze Familie irgendwann gar nicht mehr mit mir Monopoly spielen wollte eigentlich. Aber deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich mich jetzt heute immer noch jeden Tag mit Geld beschäftigen kann. Erzählt mir mal, wer von euch bekommt denn schon Taschengeld? Ja, auch einige, gell? Ja, wir werden heute ein bisschen lernen, warum wir eigentlich Geld benutzen, warum das eine gute Sache ist mit dem Geld und wie das auch funktioniert mit dem Geld. Ich bin aber heute nicht alleine hier. Ich habe ein paar Freunde und kleine Helfer mitgebracht. Das ist zum einen mal hier, das ist Lars, der Eisbär. Der will mir helfen. Dann haben wir aus dem Zürich Zoo, ist Umesh, gerade mal schnell hier rüber kommen. Der kleine Elefant, der wollte nämlich auch bei der Kindervorlesung heute dabei sein. Und dann haben wir noch hier den Hund, der heißt Balu. Also die drei helfen mir heute ein bisschen. Und die drei haben Geschenke bekommen zu Weihnachten. Aber wie das häufig so ist mit den Weihnachtsgeschenken, manchmal kriegt man was ganz, ganz Tolles, was man sich sehr gewünscht hat. Und manchmal findet man so, ja, eigentlich hätte ich lieber was anderes gehabt. Und ich zeige euch mal, was die drei bekommen haben. Und zwar hier das große Lego-Bus. Das hat der Hund bekommen, der Balu. Der Eisbär hat den Bagger gekriegt. Und der Umesh, der hat diesen dicken alten Schinken, ein altes Buch bekommen. Und jetzt sind der Balu und der Eisbär Lars, die haben zwar ganz coole Geschenke bekommen, aber sind nicht so glücklich damit. Sie hätten eigentlich gerne das jeweils andere gehabt, gell? Lars, du hättest lieber gerne den Bus und der Hund hätte lieber gerne den Bagger. Was können die zwei jetzt machen? Was denkt ihr? Magst du es mir sagen? Ja, sie können einfach tauschen. Das ist gut, gell? Das ist kein Problem. Die zwei tauschen einfach und jetzt sind sie glücklich. Und der kleine Umesh, meint ihr, der freut sich über das Buch? Nicht so, gell? Der hätte eben auch gerne lieber den Bus. Jetzt kann er natürlich den Eisbär fragen, den Lars, ob er da mit ihm tauschen will, aber der sagt dann so, hey, also das Buch, das ist also so viel ist mir das jetzt auch nicht wert. Das ist gerade mal irgendwie so ein Reifen von meinem Bus wert. Nee, ich tausche mit dir nicht. Und jetzt, was soll der Umesh machen? Habt ihr eine Idee? Ja, das denkst du? Ja, aber leider hat der Umesh kein Geld. Der hat nur das Buch. Was macht er jetzt? Aber es ist eine gute Idee. Habt ihr noch eine andere Idee, was er machen kann? Nein. Wart ihr schon mal auf dem Flohmarkt? Habt ihr schon mal altes Spielzeug von euch verkauft? Ja. Also der Umesh, der nimmt jetzt sein Buch und geht auf den Flohmarkt. Oder besser noch, er stellt das einfach auf Ricardo. Und jetzt kriegt er Geld dafür. Der hat ganze 5 Franken bekommt er davon. Und jetzt hat er Geld. Und was kann er mit dem Geld machen? Ja, was denkst du? Was macht er damit? Er kann was? Er kann entweder den Bus abkaufen oder wenn dann der Eisbär sagt, nee, irgendwie, ich hätte gern mehr für den Bus, dann kann der jetzt einfach in Franz Karl Weber gehen. Und dann kann er sich da was Cooles aussuchen. Pokémon-Karten oder er kann sich Gummischlangen kaufen oder irgendwas zum Gamen. Naja, auf jeden Fall ist es gar nicht so schlecht, das Geld zu haben. Aber früher, da hatten die Leute kein Geld. Früher, also da seht ihr unsere drei Freunde,
haben sie getauscht. Jetzt hat der Umes die 5 Franken. Früher hatten die Leute wirklich kein Geld und dann mussten sie die ganze Zeit tauschen, Waren tauschen. Sie mussten jemanden finden, der das hat, der gerne hätte, was sie haben, oder gucken, wer hat denn eigentlich das Produkt, was ich jetzt brauche. Ziemlich kompliziert. Also wir schauen uns dann eben an, warum aus dem Grund Geld entstanden ist. Wir überlegen uns aber auch, wie jetzt Geld eigentlich gemacht wird heute. Und dann als Letztes schauen wir uns noch an, was mit dem Geld passiert, wenn ihr das auf die Bank bringt. Also gut, wir haben schon gelernt, früher haben die Leute getauscht. Jetzt stellt euch mal vor, das ist ein Bauer, der hat Hühner. Die Hühner legen Eier. Der Bauer, der will aber nicht die ganze Zeit nur Eier essen. Wäre ja schon ein bisschen langweilig, immer nur Eier. Der hätte auch gerne mal was anderes zum Frühstück. Jetzt nimmt er 4 Eier, geht zum Bäcker, tauscht sie ein gegen eine Brezel. Hat er schon mal was anderes zu essen. Jetzt denkt er sich aber, hey, ja, nur eine Brezel zum Frühstück, ich hätte auch noch gern was anderes dazu. Nimmt er nochmal 4 Eier, geht zum nächsten Bauer, holt sich noch eine Milch. Aber jetzt will der Bauer, der braucht ja noch irgendwas anderes. Der kann ja nicht nur essen den ganzen Tag, der muss ja auch mal was anziehen. Dann geht er vielleicht zum Schuhverkäufer, nimmt 40 Eier mit, tauscht die ein gegen die Schuhe. Schon ein bisschen kompliziert. Der Bäcker, der denkt sich, hey, was habe ich denn jetzt mit den Eiern? Eigentlich brauche ich nicht nur Eier, ich brauche noch irgendwas anderes. Ich hätte gerne eine Gummischlange, nehme ein Ei dafür, tausche das ein gegen Mehl. Also es wird immer, immer länger und immer, immer komplizierter. Und jetzt ist auch noch hier der Schuhverkäufer da, der hat jetzt 40 Eier. Was macht denn ein Schuhverkäufer mit 40 Eiern? Der muss die jetzt auch nehmen und irgendwie finden, dass jemand anderes die braucht. Und noch dazu, denkt ihr, Eier halten ewig? Nee, gell, die werden irgendwann schlecht. Und wenn die schlecht sind, dann kann der sich sie auch nicht mehr eintauschen. Dann hat er auf einmal 40 Eier von dem netten Hühnerbauern bekommen, aber was macht er denn jetzt damit? Also ihr seht schon, es ist nicht so ganz praktisch mit dem Tauschen. Es dauert lange, man muss jemand anderen finden. Ja, die Leute haben sich halt früher dann gedacht, okay, sie finden das auch unpraktisch, da muss irgendwas anderes her. Und noch dazu haben wir gesehen, hier bei dem Umesh und dem Lars, den Eisbären, es lassen sich auch nicht alle Waren gegeneinander tauschen. Mit Eiern geht das ja vielleicht noch. Also da kann man vielleicht ein Ei gegen irgendwas tauschen, aber stell dir mal vor, ich will ein Auto tauschen. Und nachher soll ich dann mein Auto auseinanderbauen? Ist ja auch nicht so praktisch. Deswegen muss das Geld... oder mit was wir tauschen, das muss man ja irgendwie auch gut teilen können. Und Eier kann man ja nur gut teilen, aber sie verderben. Dann haben sich die Leute gedacht, so okay, wir brauchen was anderes. Geld gab es damals noch nicht. Habt ihr eine Idee, was das vielleicht sein könnte, was sie dann benutzt haben? Was könnte, ja, was denkst du? Ja, und wenn man nicht nur tauschen möchte, sondern noch irgendwie nicht ein Ei gegen eine Brezel, sondern was anderes, was könnte man denn da benutzen? Keiner eine Idee? Du? Also es gab mal so Ringe und desto größer der Ring war, desto wertvoller. Ja, das könnte man natürlich, das ist eine schlaue Idee, ja. Was sie auch noch gemacht haben, außer die Ringe, sie haben einfach Muscheln benutzt. Weil Muscheln halten lange. Man kann sie auch gut aufteilen und dann haben sie einfach gegen Muscheln getauscht und jeder hatte Muscheln statt Geld. Es gab auch Salz oder Zigaretten. Das war dann schon ein bisschen besser. Aber stellt euch mal vor, ich will heute ein Auto kaufen und komme da an mit einer Handtasche voll Salz oder einer Handtasche voll Zigaretten. Oder wenn ich ein Auto kaufen will, reicht eine Handtasche voll Zigaretten vielleicht gar nicht. Ich muss da mit einem ganzen Lastwagen ankarren. Vielleicht auch nicht so praktisch. Naja gut, aber es war schon mal ein bisschen besser, als nur die Waren zu tauschen. Jetzt überlegen wir uns mal, hey, wie wäre es denn nicht, wenn wir Gummibärchen benutzen, statt Muscheln oder Zigaretten? Ginge das? Jetzt machen wir hier mal bei dem Umesh. Schaut mal her, jetzt geben wir dem mal seine 5 Franken, nehmen wir ihm mal ab. Du hast jetzt das Buch eingetauscht und du kriegst jetzt 5 Gummibärchen. Das ist jetzt unsere neue Währung. Möchte noch jemand ein bisschen Gummibärchenwährung haben? Du? Ja, oh, ganz viele. Also ich gebe euch mal auch mal ein bisschen Gummibärchenwährung. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Du willst auch welche, ja? Oh, was? Er hat gesagt, kann man die essen? Was meint ihr, kann man die essen?
wenn das unser Geld ist? Kann man die essen? Wer hat schon jemand eines gegessen? Nein? Schaut mal, was der Umesh macht. Oh Gott, jetzt hat er was gegessen, Umesh. Umesh, du hast jetzt Geld im Bauch. Hat der Umesh jetzt Geld im Bauch? Oh oh, meint ihr, der kriegt jetzt Bauchschmerzen? Ja, vielleicht kriegt er jetzt Bauchschmerzen. Wenn ich ein Stück Franken esse, dann kriege ich sicherlich Bauchschmerzen. Nein, der Umesh, der kriegt keine Bauchschmerzen. Aber es ist natürlich schon so, Gummibärchen sind ja haltbar. Die halten vielleicht schon ein bisschen länger als ein Ei. Aber auch nicht ewig. Was ist das Problem mit den Gummibärchen? Was könnte mit dem passieren? Ja, was denkst du? Ja, sie werden hart. Was passiert, wenn man Gummibärchen in Wasser macht? Ja, was meinst du? Ja, die werden dick. Was passiert, wenn man nasse, glitschige Gummibärchen in den Dreck schmeißt? Ja, die werden dreckig. Also so ganz optimal ist das vielleicht auch nicht. Und was könnte noch passieren, wenn Gummibärchen unser Geld wäre? Was denkt ihr? Ja, was denkst du? Sie können schmelzen, ja. Also sie können grundsätzlich einfach kaputt gehen, auch nicht haltbar sein, ja. Was denkst du noch? Ja, genau. Jetzt stellt euch mal vor, jemand würde einfach Gummibärchen produzieren oder man kann sie selber machen. Ihr denkt euch dann, okay, ich kriege zu wenig Taschengeld, ich mache mir einfach Gummibärchen. Und die Gummibärchenfabrik könnte einfach ohne Ende Gummibärchen produzieren. So viele Gummibärchen. Und auf einmal hätte einfach alle Welt so viel Geld, wie sie wollen. Wäre ja eigentlich auch nicht so schlecht, oder? Ja, findest du? Was wäre denn dann das Problem? Ja, was? Ja, genau. Das ist nicht so clever, weil ihr möchtet ja, dass euer Taschengeld, das ihr heute bekommt, dass ihr nächste Woche noch genauso viel davon kaufen könnt wie heute. Stellt euch mal vor, ihr hättet Angst, dass nächste Woche euer Taschengeld nichts mehr wert ist. Dann würden alle heute alles ausgeben. Nee, das geht nicht. Deswegen ist ganz wichtig, dass das Wert, also das Geld, das wir haben, das einen Wert behält. Deswegen können wir Gummibärchen eben genau nicht als Geld benutzen. Und ihr müsst eben wirklich darauf vertrauen können, dass euer Taschengeld in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr auch noch was wert ist. Was denkt ihr denn, wenn es die Gummibärchenfabrik nicht diejenigen sind, die jetzt Gummibärchen herstellen, wer macht denn dann eigentlich unser Geld? Habt ihr das schon mal gehört? Wer produziert denn den Schweizer Franken? Ja, was denkst du? Ja, ist eine gute Idee. Es ist sicherlich jemand, der von der Regierung berufen worden ist, ja, oder der den Auftrag bekommen hat von der staatlichen Stelle, ja. Was denkst du? Die Geldindustrie, ja. Und wer genau könnte das machen? Meint ihr, das ist eine Bank? Nein? Keine Bank, genau. Es ist keine normale Bank. Es ist nicht die UBS, es ist nicht die Credit Suisse. Es ist auch nicht eine Kantonalbank oder eine Raiffeisen, sondern das Geld wird von der Schweizerischen Nationalbank hergestellt. Und du hast recht, die Schweizerische Nationalbank, das ist wirklich eine öffentliche Institution. Das ist nicht eine Privatbank wie die UBS oder die CS, wo ihr einfach hingehen könnt und euch ein Konto eröffnen könnt, sondern die haben wirklich den staatlichen Auftrag bekommen, das Geld zu produzieren. Und die machen das nicht einfach nur so, indem sie Gummibärchen drucken, sondern die machen das auch noch so, dass sie nicht zu viel davon drucken, damit eben das Geld nicht an Wert verliert. Und sie machen das auch so, dass nicht einfach jeder herkommen kann und das nachmacht. Weil dann wüsste ja nie jemand, ob das wirklich der Schweizer Franken ist oder nicht. Und dafür haben sie recht aufwendige Maschinen. Und das macht Aurel Füssli für sie. Also der gleiche, der die Bücher verkauft in Zürich. Die haben so große Produktionsstätten, wo sie auch eine besondere Farbe benutzen oder sie haben so Druckplatten, in denen sie dann den Schweizer Franken herstellen. Und sie haben sich auch ein paar Sachen ausgedacht, dass man nicht einfach den Schweizer Franken nachmachen kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier so eine 100-Franken-Note.
Und es gibt eine App sogar von der SNB, der Schweizerischen Nationalbank. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid, dann könnt ihr einfach Mama und Papa fragen, ob sie euch mal einen Geldschein geben oder ob sie euch sogar diese App installieren. Dann könnt ihr das mal ausprobieren. Und dann gibt es unterschiedliche Tests. Man kann zum Beispiel die Augen zumachen und dann kann man hier mal fühlen, wo ist die Zahl oder hier ist so eine Hand drauf, wo ist der Rand. Und dann spürt ihr, das ist nicht einfach nur ein Stück Papier, sondern das ist da kann man wirklich was spüren, was da drauf ist. Das ist mal so das Erste, wie wir schauen können, ob das echt ist. Und dann könnt ihr mal den Geldschein nehmen und so gegen das Licht halten. Und dann seht ihr, dass da oben kommt dann so ein Schweizer Kreuz hervor. Oder auch wenn ihr den so hin und her kippt, das Geldschein, dann kommen so Leuchtestreifen auf einmal, so in grün und rot. Und das ist alles ganz besonders in das Papier eingewebt, dass das nicht einfach ganz normales Papier ist. Man kann das auch nicht so gut reißen, damit das nicht ständig kaputt geht. Und auch man kann den Geldschein unter UV-Lampe halten. Und dann kommt auf einmal hier oben, wo man sonst gar keinen Globus sehen würde, kommt dann so ein Globus hervor. Also sie haben sich eine ganze Reihe an Sachen ausgedacht, damit wir nicht einfach Geld kopieren können. So, was passiert eigentlich, wenn man Geld kopiert? Weißt du das? Erzähl. Da hast du recht, ja. Man darf das auch nicht, denn man darf nicht einfach Geldscheine nachmachen. Selbst wenn man eigentlich nicht das Falschgeld sozusagen herstellen möchte, trotzdem darf man nicht einfach Geld kopieren. Wenn man das macht, dann müsste man sogar sicherstellen, dass das zum Beispiel ein anderes Format hat oder draufschreiben, so wie hier drüben, dass das nicht ein richtiges Geld ist. Aber tatsächlich hat dann sich die SNB überlegt, okay, wenn das jetzt trotzdem jemand macht, wir wollen jetzt nicht, dass jemand einen Schweizer Franken nimmt, auf ein Kopiergerät stellt, auf den Knopf drückt und dann kommt noch ein Schweizer Franken raus. Dann haben sie tatsächlich in das Papier was eingewebt, dass einfach nur ein weißes Blatt rauskommt und da steht diese Internetadresse drauf. Wenn ihr das nächste Mal im Büro von Mama und Papa seid, dann nehmt ihr mal einen Schweizer Franken und legt es auf den Kopierer. Ist vielleicht nicht so ganz erlaubt, aber dann kommt tatsächlich einfach nur eine E-Mail, also eine Homepage bei raus. Und sie haben sich jetzt wirklich sehr, sehr viel überlegt, dass man nicht einfach Falschgeld herstellen kann. Okay, lass uns noch ein kleines Quiz machen. Ich bin mir sicher, also ihr wisst ja, es gibt nicht nur Geldscheine, es gibt auch Münzen, damit man eben auch unterschiedliche Sachen bezahlen kann. Okay, wir machen das Quiz am Ende. Wir schauen erstmal, wenn ihr was gespart habt von eurem Taschengeld, was macht ihr dann damit? Ja, was machst du mit deinem Taschengeld? Ja, das ist eine gute Sache. Würde ich auch machen, ich habe Süßigkeiten sehr gern. Was macht ihr mit eurem Taschengeld, wenn ihr ganz viel gespart habt? Was machst du damit? Ja, das heißt, du hast ein Konto. Ja, wer von euch hat auch ein Konto? Ja, schon einige, gell? Genau, wenn ihr gespart habt, dann könnt ihr das auf euer Konto bringen. Nur was macht die Bank dann eigentlich mit eurem Geld? Was macht die Bank mit eurem Geld? Ja, besser wäre das, oder? Weil sonst könnte ja einfach jemand vorbeikommen und das klauen. Aber ihr bekommt vielleicht auch was von der Bank zurück. Und zwar, ihr könnt das eben zur Bank bringen. Und dann, wenn ihr zum Beispiel 5 Franken eingezahlt habt, also wenn der kleine Umesh seine 5 Franken zur Bank bringt, dann bekommt der vielleicht einmal im Jahr von der Bank ein bisschen mehr Geld zurück. Das heißt, er bekommt vielleicht 5 Rappen für seine 5 Franken mehr. Und das nennen wir den Zins. Das heißt, wenn ihr euer Geld dahin bringt und es lange dort liegt, dann wird das automatisch mehr, weil die Bank euch ein bisschen was dafür gibt. Es gibt aber nicht nur Bargeld, es gibt auch Kreditkarten. Und da sind die Banken auch sehr nützlich. Habt ihr schon mal mit einer Kreditkarte bezahlt? Ja, gell? Bei Mama und Papa vielleicht. Aber wie funktioniert das eigentlich mit der Kreditkarte? Wisst ihr das? Wer weiß es? Was macht die Bank mit der Kreditkarte? Ja. Und
Also ich wiederhole es nochmal kurz, damit die es hinterher anschauen, das auch hören. Also du hast gesagt, wenn man die Kreditkarte an die Maschine hält, wenn du zum Beispiel im Geschäft stehst, dann wird der Code gescannt und dann wird das wie registriert. Aber was passiert jetzt eigentlich, also wenn ihr jetzt zum Beispiel im Coop seid und eure Süßigkeiten bezahlen wollt mit der Kreditkarte, wo geht dann das Geld denn dann hin? Ja, was denkst du? Okay, das wäre schlecht, oder? Genau. Also du hast gesagt, das Geld verschwindet einfach, aber der Computer, der merkt sich das. Also ich nehme ja nicht das Geld und gebe das im Laden jemand, dass sie das haben, sondern wie der Computer sozusagen merkt sich das, dass ich mein Geld dem Coop geben möchte. Der Coop hat natürlich auch ein Bankkonto. Das heißt, die Banken können das untereinander von einem Konto wegnehmen und auf das andere Konto drauf buchen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch, dass ich nicht die ganze Zeit mit Bargeld rumlaufen muss, sondern dass es die Kreditkarte gibt. Also die 5 Franken, die werden dann einfach, wenn ich bezahlen will, zu jemand anderem transferiert. Jetzt machen die Banken noch was anderes. Wenn ich die 5 Franken auf die Bank gebracht habe, dann brauche ich die ja nicht sofort wieder, sonst hätte ich sie ja in meinem Geldbeutel behalten. Das heißt aber, wenn ihr natürlich die 5 Franken wollt, dann könnt ihr zur Bank gehen und die euch einfach wieder abheben und die benutzen. Aber es brauchen ja natürlich nicht alle Leute, die Geld bei der Bank haben, sofort ihr Geld wieder. Das heißt, da liegt Geld in einem Safe hoffentlich, damit das nicht geklaut wird. Aber was macht die Bank dann mit dem Geld, das da so rumliegt? Liegt das da so rum oder benutzt die das? Was denkt ihr? Ja? Ja, und für was benutzt die Bank das Geld? Weißt du das auch? Ist schwierig, gell? Also die Bank, die kann natürlich, wenn jetzt jemand zum Beispiel Geld braucht, zum Beispiel weil jemand ein Haus bauen möchte oder ein Haus kaufen möchte, kann er zur Bank gehen und sagen so, ich brauche im Moment mehr Geld, aber ich zahle das in Zukunft dann auch zurück. Und dann kann die Bank sagen, gut, ich gebe dir das Geld und wir machen einen Vertrag und du gibst mir das dann irgendwann wieder. Und dann werden von euren 5 Franken nicht die ganzen 5 Franken genommen, sondern nur ein Teil davon, vielleicht 4 Franken. Und dann kann die Bank die 4 Franken nehmen und jemand anderem geben. Der kann dann was Tolles damit machen. Und das nennt man einen Kredit oder auch eine Hypothek, wenn man ein Haus damit kauft. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich dann das Geld zurückzahle, dann muss ich ein bisschen mehr als die 4 Franken zurückzahlen. Und so verdient die Bank ihr Geld. Die nimmt, gibt euch auch ein bisschen was dafür, dass ihr denen Geld bringt. Aber sie kann dann auch jemand anderem, dem sie einen Kredit gibt, also dem sie Geld leiht, auch was dafür verlangen. Und das ist ein bisschen mehr, als sie euch gibt. Und so kann dann die Bank Geld verdienen. Und deswegen funktioniert das überhaupt, dass das jemand machen möchte. Okay, dann lass uns noch ein kleines Quiz machen. Es gibt natürlich nicht nur Noten, Scheine, Geldscheine, sondern es gibt auch Münzen und die sind auch fälschungssicher. Das heißt, die sind auch so gemacht, dass man nicht unbedingt selber so eine Münze herstellen kann. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr in eurem Taschengeld habt ihr ja auch Münzen und vielleicht wisst ihr sogar, es gibt ja 2 Seiten. Auf der einen Seite ist meist irgendein schönes Bild drauf. Und auf der anderen Seite steht drauf, wie viel die Münze wert ist. Und nicht jede Münze ist gleich groß. Es gibt große und kleine Münzen, unterschiedliche Farben. Vielleicht wisst ihr ja, welche Münze das ist. Was denkt ihr? Du hast noch nichts gesagt, erzähl mir mal. 5 Franken? Ja, genau, das sind 5 Franken. Genau, das ist so genau die gleiche Münze, wie der kleine Umesh hat. Was ist denn das? Das ist eine andere Farbe, gell? Ja, das wisst ihr sofort alle. Was denkst du? Ja, genau, das sind 5 Rappen. Und was ist das? Benutzen wir das in der Schweiz? Nee, wo benutzen wir das? Was denkst du? In Europa, genau. Wie heißt die Währung in Europa? Wer weiß es? Du weißt es? Der Euro, genau. Und wisst ihr auch, welchen Wert diese Euro-Münze hat? Weißt du es?
1 Euro, genau. Und wisst ihr auch, welches Land diese Euromütze benutzt? Das wisst ihr, das wissen gerade viele, okay. Magst du es mir sagen? Deutschland, genau. Weil in dem Euro, das ist ganz speziell, es sind ganz viele Länder, die den Euro zwar benutzen und das ist ganz toll, weil man, wenn man in ein anderes Land reist, muss man keine andere Währung sozusagen tauschen, aber jedes Euroland hat hinten auf der Euromünze ein anderes Symbol. Und das ist wirklich die Münze aus Deutschland. Okay, jetzt haben wir einiges gelernt. Vor allem, dass es ziemlich nützlich ist, dass wir Geld haben, dass wir nicht mehr die ganzen Güter untereinander tauschen müssen. Das wäre doch wirklich ziemlich mühsam. Aber auch, dass Gummibärchen leider kein Geld mehr sein können, so gerne wir das vielleicht auch hätten. Das wäre schon irgendwie was Cooles, aber es geht einfach leider nicht, weil die Gummibärchenfabrik könnte einfach so viele Gummibärchen produzieren, wie sie wollten. Und deswegen gibt es eben diese Schweizerische Nationalbank und die sorgt dafür, dass man unser Geld nicht fälschen kann, aber auch, dass es den Wert behält. Genau, und die Banken, die geben euch, wenn ihr was gespart habt, geben die euch ein bisschen was zusätzlich für euer Geld, den Zins, und benutzen aber auch das Geld, um anderen Geld zu geben, die es gerade brauchen. Okay, dann freue ich mich sehr, dass ihr hier wart, so gut mitgemacht habt und vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen für mich. Super, danke vielmals. Ich denke, wir können Anne mit einem großen Applaus noch Danke sagen für diesen spannenden Vortrag. Erzählt mir mal, habt ihr schon mal mit dem Handy bezahlt? Ja? Nein? Aber können Mama und Papa das machen? Ja, ne? Jetzt stellt euch mal vor, früher gab es erst, hat man Waren getauscht, dann hat man anderes Geld erfunden, jetzt gibt es Geld, dann gibt es eine Kreditkarte, jetzt kann man auf einmal mit dem Handy bezahlen. Vielleicht gibt es irgendwann ganz anderes Geld. Und damit beschäftigen sich die Forscher an der ETH, was es vielleicht noch anderes gibt. Das ist mega spannend. Möchtet ihr sonst noch irgendwas wissen? Ja, erzähl. Das ist eine ganz gute Frage. Das kann man nicht so einfach beantworten, weil es gibt natürlich schon immer versucht, Leute was zu verbessern. Und wenn zum Beispiel man denkt, okay, es war ganz schön und gut mit dem Geld, so zum Beispiel mit dem Warentauschen, aber wir können das irgendwie besser und einfacher machen, dann hat man zum Beispiel die Muscheln und dann das Geld erfunden. Und natürlich kann es sein, dass jemand denkt so, irgendwie mit dem Geldsystem, irgendwie geht das auch besser. Vielleicht erfindet dann jemand was anderes, neues Geld. Zum Beispiel hat man dann in Europa gefunden, ja, es ist irgendwie doof, dass jetzt jedes Land seine eigene Währung hat. Da müssen wir immer an der Grenze, wenn wir in die Ferien fahren zum Beispiel, immer das Geld tauschen. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt erfinden wir den Euro. Jetzt gibt es eine neue Währung und neues Geld. Oder auch die Schweizerische Nationalbank hat gesagt, irgendwann, wir nehmen alle unsere Noten zurück, wir machen eine neue, weil, damit die besser oder sicherer ist und wir die nicht fälschen können. Aber das ist immer alles noch Geld. Natürlich gab es dann irgendwann die Kreditkarten und das Handy, was ja auch wie eine andere Art zu bezahlen ist, aber schlussendlich ist das trotzdem noch in Schweizer Franken. Und ich glaube, dass schlussendlich wird immer noch die Schweizerische Nationalbank dafür zuständig sein, wie wir bezahlen, weil es gibt einen guten Grund dafür, dass es die gibt, weil da hat jemand aus der Regierung gesagt, okay, es soll jemand Neutrales sein, der dafür wirklich sicherstellt, dass unser Geld sicher ist und unseren den Wert nicht verliert. Aber es kann schon sein, dass es irgendwann das anders aussieht, das Geld, oder wir anders bezahlen. Das kann schon sein. Was ist Bitcoin? Das ist auch eine gute Frage. Bitcoin ist eine andere Währung. Bitcoin ist nicht eine Währung, die jetzt zum Beispiel von der Schweizerischen Nationalbank hergestellt wird, sondern von einer privaten Institution sozusagen. Es ist niemand, der vom Staat gesagt hat, okay, du sollst das machen, sondern Bitcoin hat gefunden, okay, es gibt vielleicht doch ein paar Art und Weise, wie Geld gemacht wird, können wir besser machen. Und jetzt gibt es dieses Bitcoin. Es gibt auch noch andere Währungen, die auch noch anders heißen. Und das Besondere an dem Bitcoin ist, dass da nicht die Schweizerische Nationalbank herkommt und sagt, okay, wir drucken so und so viel Geld, sondern da gibt es ein Computersystem, wo die Computer selber herausrechnen, wie viel es denn geben soll.
Und wenn viel Geld gebraucht wird, dann steigt der Wert von dem Geld und dann gibt es vielleicht auch mehr. Also es ist eine neue Währung. Man kann es schon auch als Währung bezeichnen, aber es ist nicht so eine Währung wie der Schweizer Franken. Ich glaube aber nicht, dass wir in 50 Jahren immer noch mit Bitcoin bezahlen, weil es gibt einen guten Grund, warum es den Schweizer Franken gibt. Und ich glaube nicht, dass der Bitcoin irgendwann wir zum Coop gehen und mit Bitcoin bezahlen werden. Wenn du ins Ausland gehst, ja, das ist der Fall, weil man nicht möchte, dass zu große Beträge ins Land kommen. Weil zum Beispiel, es wird zum Beispiel registriert, wenn du ein Konto hast oder wenn jemand, der sehr, sehr, sehr viel Geld hat, irgendwo ein Konto hat, dann muss er darauf ja auch Steuern zahlen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man irgendwo einen Überblick hat, wer hat wo ein Konto, wer muss wie viel Steuern zahlen. Und man möchte jetzt nicht, dass jemand den Koffer nimmt, ganz viel Geld da reinpackt, in ein anderes Land geht und dass da einen Tresor liegt. Nachher weiß niemand mehr, wie viel Geld der eigentlich hat und wie viel Steuern der zahlen muss. Und deswegen gibt es Regeln, wenn man über eine Grenze geht, wie viel Geld man mitnehmen darf. Also wenn ich jetzt ein Konto im Ausland eröffnen möchte, dann kann ich das ja eigentlich einfach überweisen. Das heißt, ich gehe zu meiner Bank und sage, ich möchte gerne, dass mein Geld auf einem anderen Konto ist. Und dann schiebt die genau wieder mit der Kreditkarte das Geld dorthin. Wenn derjenige das aber jetzt in den Koffer steckt und einfach irgendwo hinbringt, dann ist das schlecht. Und deswegen möchte man nicht, dass zu große Beträge einfach so mitgenommen werden über die Grenze. Und deswegen, wenn wir dann ins Ausland gehen, zum Beispiel in die USA, dann wird auch nachgefragt, okay, ihr dürft schon Geld mitnehmen, aber nicht zu viel. Und deswegen fragen sie dich das. Genau. Okay, habt ihr noch Fragen? Möchte jemand einfach mal ins Mikro reden? Du hast noch eine Frage? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Der erste Geldschein ist tatsächlich in China erfunden worden. Und das ist so, weil irgendwann hat man gedacht so, ja, irgendwie man kann zum Beispiel auch mit Schmuck oder mit Gold bezahlen oder eben mit Muscheln, aber da muss ich immer das Zeug mit rumschleppen. Und das ist ja schon ganz schön schwer und mühsam. Und so einen, also stellt euch mal vor, ich hätte jetzt hier 100 mal diese 5 Franken, 20 mal diese 5 Franken in mir, das ist ja schon ganz schön viel Geld. Die 100 Franken sind viel leichter und kann ich viel kleiner verpacken. Und dann haben sich die Leute gesagt, so, hey, es wäre ja eigentlich wirklich schlauer, ich hätte einfach ein Stück Papier mit mir rumschleppen, anstatt immer dieses ganze Geld oder diese ganze Muscheln. Und dann hat man ein Stück Papier erfunden und am Anfang waren das natürlich noch nicht irgendwie so Sicherheitsmerkmale mit einem Schweizer Kreuz drauf, sondern man hat dann einfach zum Beispiel draufgeschrieben, wie viel das wert ist und das unterschrieben oder es gab schon auch mit Bildern, aber es war noch nicht so fälschungssicher, wie es heute ist, aber irgendwann hat man wirklich gefunden, okay, Papier wäre wirklich eine bessere Idee und hat das dann in China erfunden und dann gab es es irgendwann in vielen mehr anderen Ländern auch. Was möchtest du fragen? Das ist eine gute Frage. Weil die Steuern in der Schweiz tiefer sind. Das ist ein Grund dafür. Weil zum Beispiel die Einkommensteuer ist in der Schweiz auch tiefer. Es gibt zwar auch Vermögensteuer, sagt man in der Schweiz. Also Einkommensteuer ist, wenn ich arbeite, jeden Tag an der ETH und bekomme mein Gehalt, dann muss ich einen Teil davon in Steuern zahlen. Und das ist sehr viel weniger als zum Beispiel in Deutschland. Wenn ich jetzt aber viel Geld auf der Bank habe, dann muss ich darauf auch eine Steuer bezahlen, die Vermögensteuer. Und die ist in der Schweiz, gibt es die zwar, aber in der Schweiz dürfen auch Leute, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben, die dürfen das verhandeln. Die dürfen dann hingehen und sagen so zu den Politikern, wäre es nicht schlauer, ich bin zwar hier und habe mein Geld hier, das heißt, ich zahle bei euch Steuern, das heißt, es bei euch bringt das was, aber wie wäre es, ich bezahle ein bisschen weniger als im Ausland. Und außerdem ist es wirklich schön, in der Schweiz zu wohnen, oder? Ja, da kann man Skifahren gehen, man kann in die Berge gehen, man kann, die Lebensqualität ist sehr hoch, man kann Schokolade essen, es gibt leckeren Schweizer Käse und ich glaube, deswegen sind auch ganz viele Leute hier. Ja, was möchtest du fragen? Was Steuern sind, das ist auch eine gute Frage. Steuern sind, okay, also es gibt Sachen, öffentliche Güter, sagt man zu dem,
kompliziertes Wort, zum Beispiel wie Schule, dass ihr in die Schule könnt. Das ist eure Lehrerin und die gibt euch jeden Tag Unterricht, die muss ja auch was verdienen. Und das Gehalt für die Lehrerin muss ja von irgendjemand bezahlt werden. Und jetzt sagt man, okay, jeder, der in der Schweiz wohnt, jeder Erwachsene, der in der Schweiz wohnt, muss Steuern bezahlen. Das heißt, er muss einen Teil von dem Geld, das man verdient, muss man abgeben. Und dann darf der Staat, die Politiker oder die Regierung, darf bestimmen, was mit dem Geld gemacht wird. Zum Beispiel das Gehalt oder den Lohn von deiner Lehrerin bezahlen. Und das nennt man Steuern, dass du einen Teil von dem, was du verdienst, auch wieder abgeben musst, damit Sachen, die wirklich jeder braucht oder zum Beispiel die Kinder brauchen, auch bezahlt werden können. Weil sonst würde womöglich, könntet ihr nicht in die Schule gehen und keiner würde sich daran interessieren, ob ihr jetzt auch was lernt oder nicht. Und deswegen geht die Regierung und die Politiker hin und sagen, nein, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr in die Schule gehen könnt und wir möchten auch, dass ihr schöne Schulen habt, dass ihr eine gute Ausstattung habt, dass ihr vielleicht sogar ein iPad benutzen könnt. Und das wird dann von den Steuern bezahlt. Möchtet ihr noch was fragen? Ja, du möchtest noch was fragen. Ich habe jetzt kein Foto hier, aber der ist ganz anders als heute sicherlich, weil da hat man auch nicht noch so schon so Maschinen gehabt, um das herzustellen. Das war einfach eher ein Stück Papier und da war was draufgeschrieben, ohne dass da irgendwie viel Farbe dabei war oder so. Aber du kannst einfach mal deine Eltern fragen, ob sie dir das mal googeln können und dann kannst du dir das anschauen, wie der aussah. Danke. Hat noch jemand eine Frage? Ich habe noch eine kurze Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob das die anderen auch wissen. Ich weiß es jedenfalls nicht. Ich habe meistens nur 10 oder 20 Franken Note im Portemonnaie. Mhm. Welches ist dann die Note, von denen es am meisten gibt? Oder vielleicht auch die Münze in der Schweiz? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte auch gesagt, die 20er Note. Oder aber die 100 Franken Note, weil die immer aus dem Automaten rauskommt. Das könnte auch sein, aber das weiß ich nicht. Also. Laut Forscher wissen auch nicht alles. Deswegen dürft ihr immer ganz viel fragen, weil manchmal wissen die anderen Leute auch was nicht. Hat noch jemand eine Frage? Du hast noch eine Frage, erzähl. Das weiß ich auch nicht auswendig. Aber es ist lange her. Okay. Okay, ja, dann nochmals vielen Dank an Anne auch für diese Fragerunde. Ich denke, wir können da gut nochmal einen Applaus machen. schönen Nachmittag euch.